Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Mod Long War Season 4B. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich das große Versorgungsschiff abgeschlossen. Uns wird es hier natürlich als Terrorschiff angezeigt, aber das spielt ja keine Rolle, was es für eine genaue Klassifizierung ist. Hauptsache es war schlimm genug, wir haben einen guten Mann dabei verloren. Und nun müssen wir schauen, wie wir damit zurechtkommen. Viele Verletzte und so. Und da muss ich mal kurz husten. Wieso muss ich genau immer gut anhusten, wenn die Aufnahme anfängt? Ich weiß es nicht. So, da bin ich wieder. Oh, no. Was bist denn du für einer? Sag bloß nicht, dass du jetzt eine Terrormission auslöst. We're in pursuit. No joy here. Du bist ein Abduktor, gut. Bist du eigentlich im Landeanflug? Yo. Commander, we've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. 7 Stunden. Können wir auf irgendjemanden warten? Ich glaube nicht. Nein. Gut, aber eine Swarming Abduction sollte nicht ganz so heftig sein wie unsere letzte Mission, die sich über 3 Folgen gezogen hat. So, nehmen wir mal Lea mit als Scout. Alicia oder Alice oder Alicia, nennt sie wie ihr es wollt, als Sniper. Jorgensen kommt als Gunner mit. Karina als Infanterie. Samuel als Ingenieur. So, Bongani macht uns den Medic hier. Victoria kommt als Rocket hier mit. Und dann sind wir fast schon am Ende mit unserem Latein. Ich habe 4 Assaults zur Verfügung. Gut, ich kann durchaus einen Assault mitnehmen. Das ist nicht das Problem. Dann nehmen wir mal Kalisa mit. Und dann statten wir hier alle ordnungsgemäß aus. Battlescanner, ich meine den Motion Tracker vielleicht. Nimm lieber eine Flashbang mit. So, hier noch den Illuminator mit. Jorgensen nimmt einen Motion Tracker und einen Autolaser. Bekommt noch eine Phalanx Armor. Karina nimmt mir den Laser Rifle. So, Samuel, tauscht den Battlescanner direkt gegen einen Arcthrower. Wir werden wieder versuchen, irgendwie einen Alien gefangen zu nehmen. Ob uns das gelingen wird, ist die andere Frage. Doc, Shotgun oder doch lieber ein Laser Rifle? Ich weiß es nicht. Hier gibt es erstmal die Shatteray. Kalisa kann mir gerne mal tatsächlich einen Arcthrower mitnehmen. Oder doch eine Flashbang. Also ich habe 3 Shotguns. Nee, ich nehme noch ein Lasergewehr mit. Ich habe immer noch 3 Shotguns. Ja gut. Wir belassen es dabei. Los geht's. Das kann ja heiter werden. Swarming Abduction. Prepare for deployment strike. Naja, zumindest bringt die gut Geld. Our AO is within the continental United States. We're still seeing dozens of reported abduction attempts coming in from cities around the world.
You'll be deploying at the site of the latest report. Danke für das Update, Bradford. Los geht's. Frage mich, wo wir hier landen. Die Landezone ist bei solchen Maps immer wieder entscheidend. Und ich hoffe mal, dass wir mal wieder ohne Verluste durchkommen. Hm. Gönnen wir uns mal einen Motion Tracker Scan und stellen fest, dass zu unserer linken Seite irgendwo hier ein paar Aliens sind. Ansonsten haben wir keine große Auswahl, wo wir hingehen könnten. Nun gut, ich würde vorschlagen, Alicia geht erstmal hier hin. So, Mädels. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ich habe kein Plätzchen für mein Rocketeer. Das ist aber schlecht. Nun gut, ich hoffe mal, du löst hier nichts aus. Soweit, so gut. Dann warten wir mal ab. 4 bis 5 Pots müssen wir hier warten. Höre ich deine Cyberdisk? Und hier hinten ist irgendwo Meld. So, Samuel, kommst du da ungesehen rüber? Jo, Tatsache. Oh, es sind nur Seeker. Gut. Du siehst ihn nicht? Achso, wegen dem Auto hier. Naja, immerhin haben wir hier 100%. Uhuhu, guter Schuss. So, wer braucht einen Kill? Samuel? Sehr gut. Dann würde ich mal vorschlagen, warten wir noch eine Runde ab. Wobei ich sagen sollte, dass Victoria mal wirklich steady bleibt. Die enttarnen sich ja jetzt jeden Augenblick, würde ich mal behaupten. Ach, noch mehr Seeker. Oha. Das könnte jetzt ein Problem werden. Oha, da bietet sich noch eine Cyberdisk auf uns. Verdammt. Was zur Hölle ist das? Naja, zumindest kassieren die ja relativ gut. Ja, ich glaub's euch. Oh. Natürlich. Nun gut, da die hier alle so schon geknubbelt sind, würde ich mal sagen, erlauben wir uns hier mal eine Rakete. Ich hoffe mal, dass die ausreicht. Oh, gut gemacht. So, Lea, du gehst mir mal hier rüber. Und schießt den mal von unserem Gunner runter. Hm.
Immerhin 79%. 56%. Nun gut. Dann gönnen wir uns hier mal eine Granate. Und die bewirkt mal rein gar nichts. Ist ja auch nett. Yep. Super. Dann eliminierst du mir erstmal den hier. Dankeschön. Oh, du kommst da nicht weg. Auf alle drei Ziele 56%. Dementsprechend machen wir dich hier platt. Was haben wir denn alles aktiv? Noch 4 Seeker, 2 Drohnen und eine Cyberdisk. Na, herzlichen Glückwunsch. Naja, immerhin. Jetzt ist das Problem, dass jetzt Lea hier im Weg steht. Und ich glaube, Jorgensen wird sterben, oder? Roger, Dodger. Naja, halb so wild. Yes, Commander. Dann gönnen wir uns hier mal eine Rauchgranate für alle Fälle. Heidewitzka. Du stehst nicht im Rauch. Lea steht im Rauch und Jorgensen müsste auch im Rauch stehen. Genau. Die Granate hier würde uns jetzt selber schaden. Die Frage ist, bringt da die Pistole irgendetwas? Nee. Gönn dir mal einen Overwatch. Oh. Doch nicht auf unseren Sniper, bist du wahnsinnig. Na, großartig. Jetzt kommen noch die Drohnen näher. Oh, oh. Au! Was hast du denn vor? Du machst einen Overwatch. Du tarnst dich weg. Oh nein. Oh no. So, ich bin wieder dran. Und schieß erstmal auf unseren Sniper. Hit and run und keine Munition mehr. Nun gut. Gönnen wir uns hier erst einmal eine Schredderrakete. Immerhin. Lisha, kannst du mir die Cyberdisk ausschalten? Nein, kannst du nicht. Oh, ist das böse. Vor allem, weil ich jetzt zwei Leute ohne Munition habe. So, dann schießen wir bitte diesen Seeker hier platt, nicht ganz. Doc, schieß mal bitte auf den hier.
Oh no. Super, jetzt habe ich 3 angerichtete Gegner und habe keine Ahnung, wie ich sie platt machen soll. Lisha, wie schaut's aus? Luckshot? Nein. Damn it. 60%, 1%. Nimm die 60%. Ach nö. Das wird böse. Genau, und tarn dich wieder weg. Und bleib bitte erstmal getarnt. Du reparierst die Cyberdisk. Kein Thema. Kann ich voll und ganz verstehen. Und sie kommt näher. Oh. Oh no. Jörgensen, pass auf! Wow. Ach nö. Oh, Jörgensen, du hast so viel Glück. Ich hoffe, das bleibt noch so. Nein! Au! So, jetzt darf ich dann wohl wieder, oder? Hier erstmal eine saubere Rakete hingeschossen. Sobald die Cyberdisk stirbt, haben wir weniger Probleme. Kalisha, du müsstest mir mal näher rangehen. Und es dann mit Hit and Run klären. Eins. Oh, du siehst nur noch die Cyberdisk. Da brauche ich erstmal Holozielen drauf. Okay. Leer. Einmal Holozielen bitte, 98%. Wird komplett von der Damage Reduction verschluckt. Jetzt haben wir schon 66%. Wow. 2 Schüsse mit Karina. 4 Schaden. Zwei Schaden. Watson. 2 Schaden. Nur 57%. Probier's. Nein. Lisha, kannst du mir die mal kurz ausschalten? Die hat mir ein paar zu viel HP, bitte. Schieß nicht daneben. Gut. So, Bogani holt sich mal diesen Seeker hier. Je. Ach, nicht schon wieder. Jetzt wird die Cyberdisk wieder repariert. Genau. Wo gehst du hin? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung für dir. Nun gut. Naja, Lia muss jetzt nachladen. Du musst nachladen. Na, die Cyberdisk hat zumindest noch nicht nachgeladen. So, da war es nur noch ein HP.
Ruhig bleiben, Mädels, ruhig. Ist ja schlimm mit euch. So, was haben wir noch aktiv? Zwei Drohnen und eine Cyberdisk. Und ein Seeker, natürlich. Und alle müssen nachladen. Oh, Jorgensen sieht von hier aus nichts. Das ist schlecht. Oha. Du rückst mir mal hier nach. Lea geht bitte hier rüber und lädt nach. So, und dann habe ich keinen Platz für dich. Doch hier. Samuel, Abmarsch. Die Drohnen fliegen wieder zum Reparieren, finde ich nicht gut. Overwatch von Jorgensen wird leider nichts bringen. Leider nein. Jetzt müsste ich die Cyberdisk irgendwie ausschalten. Fragt sich nur wie. Jetzt hat sie nachgeladen. Nicht gut. Naja, wenigstens ist das Problemchen gelöst. Prozent auf die Cyberdisk. Da waren es nur noch 10 HP. So. Kalissa, gehst du erstmal hier hin? Jorgensen? Bitte dich nicht oft um irgendetwas. Das wäre schön, wenn du treffen würdest. Da waren es nur noch 4 HP. Hm. 94%. 2 HP. Carina muss nachladen. Du hast bereits geschossen. Doktor. Nun. Solltest du vielleicht Platz mit Lea tauschen? Oder Lea geht mal hier rüber. Prozent, komm bitte. Danke. Oh. Die nimmt nur einen Schaden. Die beiseite. Samuel lädt nach. Und Lea geht wieder in die volle Deckung. Vorsicht. Oh, kein Close Combat. Oh, oh. Au! Bekommst du zurück, Freundchen? Das bekommst du zurück. 91%, ne? So, 65. Bekomme ich da irgendwie Holo-Zielen drauf? Naja, erstmal da 68%. Das ist ein sicherer Kill. Heidewitzka. Lisha muss leider nachladen. Dasselbe gilt für Victoria. Lea, wie schaut's aus? Ein Kill? Ah.
Na komm, Carina, mach bitte platt. Dankeschön. X-ray down. Und das war's noch nicht gut. Ist ja auch eine Swarming-Mission. Ein Pod haben wir noch. Back online. Oh yeah. Nun gut. Heading to that location. Da ist irgendwas zu Bruch gegangen. Sektoids. Dann verarzten wir mal unsere anderen Leute. So, Alicia geht hier mal Steady Weapon. Galissa lädt nach. Lea, du guckst da bitte noch nicht raus. Wo ist hier eine Scheibe zu Bruch gegangen? Sehen wir das vielleicht? Hier ist die Tür eingeschlagen. Nun, was ja nicht ist, kann ja noch werden, ne? So. Samuel Abmarsch. Ach nö. Und wir haben sie jetzt ausgelöst. Und mein Medic steht im Freien. Super. Oh, hallöchen. Guter Schuss, Carina. Ich hoffe, das reicht. Na komm, Vicky, mach platt. Gut gemacht. Und ich darf wieder und wir haben keinen Schaden kassiert in dieser Runde. Moment, erstmal die Gegend checken. Von hier aus sehen wir nichts. Gut. Doc, dann heilst du hier nochmal hoch. Nun gut, du bleibst hier nach wie vor steady. Du lädst mir nach. Du bleibst in Bereitschaft. Du bleibst bitte in Bereitschaft. Da ist nichts. So, dann warten wir mal ab. Vielleicht hätte er jetzt Battlescanner hinschmeißen können, aber wozu? Immer noch nichts. Das letzte Medikit muss ich wohl oder übel behalten. Moment, kann ich mich hier irgendwo raufstellen? Nein, ohne einen Grappling Hook wird das schwer. So, Lea. Geh mal gucken. Ach, guck mal, wer da ist. Die Frage ist, wo sind die Kollegen? Eine Drohne und ein weiterer... Noch zwei weitere Sektoids. Oh, oh. Confirmed. Closing on target position now. Können wir da vielleicht irgendwas aus der Nähe erkennen? Irgendwelche blockierten Felder? Die sind höchstwahrscheinlich hier rausgerannt. Dementsprechend sollte ich mich vielleicht hier in das Eck zurückziehen. I'm on it, Commander. Jorgensen? Du kommst da leider nicht hin. Man macht ja nichts. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Eine Drohne, genau. Geh mal bitte hier hin. Nee, komm, das wird zu nichts. Du
Gut, die Frage ist, haben sie den Mut, näher zu uns ranzukommen? Das Schlimme ist, dass ich darüber dashen müsste. Ist da irgendwas näher rangekommen? Sieht nicht so aus. Leon, wie schaut's aus? Oh, der hat sich zurückgezogen. Sniper? Geh mir doch mal bitte hier rüber. Da siehst du auch nichts. Die sich da hinten versammelt haben, ne? Nun gut. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, wir wissen, dass ihr dort seid. Keine Angst, Leute. Genau, du gehst mir hier rüber. Du gehst hier rüber. Kannst du leider kein Overwatch machen, aber besser als nichts. So, bin ich jetzt mal gespannt, ob die sich rantrauen. Ich hoffe mal nicht. Wäre schön, wenn die da so stehen bleiben würden, wie sie da rumstehen. Oh oh. Guter Schuss. Du hast Lea nicht flankiert. Nö, hast du nicht. Oh oh. Bist du denn verrückt? Du siehst nichts. Ist aber schade. Geh mal da rein. So. Gehen wir mal folgendermaßen vor. Erstmal hier rüber und dann sprengen wir dem, soweit es geht, die Deckung weg. Ich hoffe, das reicht auch so. Oh yeah. Lea, der Typ gehört dir. Reicht das? Nein. Einmal hier 84%, sehr gut. Jo, bye bye. Die Frage ist, wo ist der dritte von denen? Möchte er nämlich nicht in irgendein Overwatch oder so reinrennen? Das empfände ich ein bisschen als unnötig. Doc, du gehst mir mal hier hin. Moment mal kurz. Und du siehst ihn von hier aus nicht. Ja gut. Ich hoffe mal, dass es... Ja, das passt schon so. 85%. Sehr schön. So, und Karina gönnt sich hier mal ein Overwatch. Ah, da ist der zweite. Auf wen schießt du? Ach nö. Lass doch den Quatsch. Du siehst doch selbst, dass es nichts bringt. Ich glaube, einen Sektor gefangen zu nehmen, wird hier wohl ein bisschen schwer. Oh oh. Nun gut.
Den kriegen wir so nicht down. Nur 35%. Probier trotzdem. Ein Versuch kann ja nicht schaden. So, Victoria muss erstmal nachladen. Du siehst von hier aus nichts. Oh. Das wäre eine Option. Genauso wie, wenn wir den hier erstmal suppressen. Da freut er sich ja auf jeden Fall. Bongani geht mir mal hier rüber. So. Anhitten können wir die leider nicht von hier aus. Moving to position. Mhm. Blöd, dass ich die ganze Deckung weggesprengt habe. Ich frage mich, was ich mir dabei gedacht habe. Lea, du hältst dir mal die Augen offen. Du bitte ebenfalls. Da kannst du den Kopf nicht einziehen. Geh mir mal bitte hier rüber. Du ziehst dich zurück, ist in Ordnung. Oh oh. Guter Versuch, Freundchen. Nur 1%. 42. Nein. Lea. Holo zielen bitte. Nein, nicht du. Kommt er ja eh nicht zum Gefangenen ran. Gut. That's it, I'm out. Dann suppressen wir die noch ein bisschen. Ich hoffe mal, dass er sich nicht bewegt. So. Du machst dich hier mal steady. Heading to that location. Du gönnst dir hier einen Overwatch. Und du hier. Da kommt er wieder zurück. Oh oh. I'm all right. Gut. Dann müsste mir jetzt mal jemand diesen Overwatch da triggern. Lea, wie schaut's aus? Wehe, du triffst, Junge. Gut. Für mal, ich komme in Reichweite zur Gefangennahme. Reicht das? 54%? Ach komm schon. Na komm, pust ihn weg. Danke. Oh, ich hasse es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Naja gut, er ist auch erledigt. Lea? Leider nicht. Na komm, Kalisa, du musst dich halt drum kümmern. Ja, schon wieder eine erfolgreiche, erfolglose Jagd. Aber früher oder später müssen wir einen Alien gefangen nehmen. Ja, danke, Bradford. Leider ist das Missionsziel ein bisschen daneben geschlagen. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu viele Verletzte haben. Das wäre mir nämlich unangenehm. Gut. Well done, Commander. Und hier gönnen wir uns mal die Schredder-Rakete.
Ja, schade, dass es mit dem Sektor nicht geklappt hat. Aber wir werden nicht aufhören, es weiterhin zu versuchen. In touch, natürlich, Herr Ratsmitglied. So, dann würde ich mal sagen, in 9 Tagen können wir hier unser weiteres Uplink bauen. Und vielleicht sollten wir jetzt schon scannen oder erst in 3 Tagen. Ich wollte ja um den 10. rum nochmal scannen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass die mir mein Geld klauen. Naja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, meine Freunde, war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.